Ja, seid gegrüßt, liebe Leute. Ihr seht es hier schon. Was ist eigentlich woke? Diese Frage stellt sich der gute Neitan und er versucht, die Anti-Woke-Bewegung in Deutschland, so wie er sie nennt, hier zu analysieren und zu belegen, wo sie denn falsch liegt. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon am Anfang. Es wird ziemlich dumm werden, wer Neitan nicht kennt. Er ist einer der schlimmsten Woken-Hetzer auf Twitch, der Lügen über andere Leute verbreitet. Über mich behauptet er beispielsweise, ich wolle Hitler die Macht bringen. Also kein Scherz, hat er tatsächlich so gesagt. Könnt ihr euch auch in Reaktionsvideos hier auf diesem Kanal ansehen. Das ist, ja, eine interessante Unterstellung gegenüber einem anderen Linken, der offen Werbung fürs BSW macht. Aber es ist halt unser Neiter. Ihr werdet es gleich sehen, das hier bewegt sich ungefähr auf Dara, auf Dekadent-Niveau. Das ist ungefähr das, worauf ihr euch gleich werdet einstellen dürfen. Naja, bevor ich starte, noch mal ein kleines Shoutout. Das Video hier, darauf kann ich nur reagieren, weil der gute Klepzes, das ist ein sehr kleiner Twitter-Account, ihr seht ihn hier, weil der mir dieses Video runtergeladen und zugänglich gemacht hatte. Dementsprechend vielen Dank an ihn und schaut da auf Twitter gerne mal vorbei. Ihr seht, er hat keine Follower und er ist auch nicht aktiv. Das heißt, ja, ihr könnt da trotzdem gerne mal vorbeischauen. Also ihr könnt mir auch, wenn ihr irgendwelche interessanten Inhalte findet, die aber nicht öffentlich zugänglich sind, die auch runterladen und an mir zugänglich machen. Und wenn ich die auch interessant finde, dann reagiere ich darauf. Also das hatte ich ja schon in der Vergangenheit gesagt. Und ja, ihr, wie gesagt, ich habe euch gerade schon vorgewarnt, es wird nicht sonderlich gehaltvoll werden. Aber es ist ja doch ziemlich lustig, den Wokisten hier auf Twitch zuzusehen, wie sie ihre absurde Ideologie versuchen zu rechtfertigen. Und ja, dementsprechend fangen wir auch gleich mal an. Liegt daran, dass sie da nicht ehrlich sein können. Der Begriff Woke ursprünglich stammt aus den 1930er Jahren. Dort nutzte ihn die schwarze Bürgerrechtsbewegung, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. Es bedeutet so viel wie wachsam gegen Rassismus und Diskriminierung zu sein. Heute hingegen ist es ein rechter Kampfbegriff, der hauptsächlich gegen linke Gesellschaftspolitik genutzt wird. Beispiele LGBTQIA+-Rechte, inkludierende Sprache, Feminismus oder Tierrechte. Ne? Also alle Leute, die diese gesellschaftliche linke Politik machen, werden dann von diesen Leuten als woke bezeichnet. Es gibt aber Ausnahmen. Ne? Also beispielsweise wird zum Beispiel auch Klimapolitik, was ja jetzt eher weniger mit gesellschaftlichen Dingen zu tun hat, als woke bezeichnet. Aber im Großen und Ganzen ist es linke Gesellschaftspolitik. Der Begriff kann auf alles angewendet werden, was man nicht mag. Der steht in der Tradition von Gutmensch, Social Justice Warrior. Das ist falsch. Also Wokismus meint ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinn. Erstmal teilt man die Welt in Gut und Böse und zum anderen teilt man die Welt in aufgeladene Opfer- und Tätergruppen, die nach beispielsweise sexuellen Identitäten oder rassischen Identitäten oder ethnischen Identitäten gemixt sind und dementsprechend, ja, aufgrund dieser identitären Merkmale konstruierten Täter- und Opfergruppen, sagt man dann, wer dieser Opfergruppe angehört, der hat mehr zu sagen, der steht in dieser Opferhierarchie weiter oben. Das beschreibt Wokismus. Und ja, man kann das Ganze auch als neulinke Identitätspolitik bezeichnen. Also ich finde, das hat mit links nicht viel zu tun, aber das ist leider so eine Geisteskrankheit, an der sich viele heutige Linke leider erfreuen. Also, ja, ist wirklich eine furchtbare Degenerationserscheinung der Linken, aber wir werden das irgendwie nicht los. Und die Anhänger dieser Degenerationserscheinung, die behandeln jeden, der das kritisiert, als Feind. Die wollen jeden vernichten, aus dem Diskurs ausschließen, wegcanceln. Und dementsprechend sind die Wokisten auch unser größtes Problem auf Twitch. Hier folgen denen wirklich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende junge Menschen, also so gefährlichen Hasspredigern wie Dekadent oder Shoyoka oder auch Neitan, und werden von ihnen in dieser gefährlichen antidemokratischen Ideologie indoktriniert. Und das ist vor allem für die Linke sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist es wichtig, diese Ideologie zu bekämpfen und zurückzudrängen. Lifestyle-Linke und Linksgrün versifft. Das sind auch alles rechte Kampfbegriffe. Woke hat all diese Kampfbegriffe abgelöst. Nein, Lifestyle links, der Begriff kommt von Sarah Wagenknecht, oder ich weiß nicht, ob er von ihr kommt, aber von ihr wurde er populär gemacht und sie ist ja jetzt wohl keine Rechte. Jedenfalls hoffe ich das. Also Spoiler schon mal, wie es weh gehen. Ich habe mir den Teil noch nicht angesehen, aber mir wurde versprochen, es soll mega dumm werden. Also wenn der Vortrag hier schon, ja, zu Beginn für zu viel Kopfschütteln sorgen sollte, dann springen wir gleich zu Minute 51 vor. Da soll es dann mit dem BSW beginnen.
Und Vogue hat einen Vorteil gegenüber all diesen anderen Kampfbegriffen, nämlich, dass in dem Begriff Vogue weder das Wort links vorkommt, noch ein positiv konnotierter moralischer Begriff. Also wie zum Beispiel bei Gutmensch, guter Mensch, wieso soll man das kritisieren? Social Justice Warrior, wieso soll man Gerechtigkeit kritisieren? Also, oder wieso soll man es kritisieren, wenn jemand sich als Gutmensch bezeichnet, wenn jemand meine, er würde fürs Gute kämpfen? Ganz einfach, weil dieser jemand anderen seine Moral auf. Genauso ist das bei Social Justice Warrior. Man versucht, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Man gibt also irgendein höheres Ideal aus, für das man kämpfen will, und versucht, anderen somit seine Moral aufzuzwingen. Man formuliert nicht seine Interessen, sondern versucht, anderen seine moralische Wahrheit aufzuzwingen. Es war nach dem 30-jährigen Krieg einer der großen zivilisatorischen Fortschritte, dass man die Fragen der moralischen Wahrheit aus dem Aushandlungsprozess ausgeklammert hat. Dass man gesagt hat, cuius regio, eius religio, so rum hieß es, glaube ich. Latein ist bei mir zu lange her, sorry. cuius regio, eius religio, so rum war es. Auf jeden Fall, dass man das ausgeklammert hat und gesagt hat, okay, das entscheiden die lokalen Fürsten für sich, da hat keiner einen absoluten Wahrheitsanspruch. Und die Wokisten, die reißen das jetzt brutalst ein und wollen jeden zerstören, jeden canceln, jeden aus dem Diskurs ausschließen, der nicht ihrem totalitären Weltbild entspricht, der nicht ihren Moralvorstellungen entspricht. Sie nehmen diese Moralvorstellungen als allgemeingültig und versuchen sie anderen Leuten aufzuzwingen. Und das ist etwas, was man aus linker Sicht auf jeden Fall kritisieren sollte. Lifestyle-Linke, ja, das bezeichnet im Grunde genommen das gleiche Phänomen, und linksgrün versifft, ja, das bezeichnet einfach eine Ablehnung einer linksgrünen Weltsicht. Das wird tatsächlich aus dem rechten Lager kommen, aber was da jetzt Neitan falsch dran findet, sehen wir jetzt mal. Oder eben hier Lifestyle-Linke oder linksgrün versifft, da steckt das Wort links mit drin. Vogue hat den Vorteil, links steckt nicht mehr drin. So, das heißt, man kann diesen Begriff benutzen von rechts und damit einen Kampf gegen links machen, der vollkommen verdeckt ist. Wo man sozusagen so tut, als würde man gar nicht gegen Linke kämpfen. Vogue ist also ein Ersatzbegriff für links, um den Kampf gegen Linke zu legitimieren. Also jetzt wird's endgültig dumm. Ich habe gerade erklärt, was Wokismus ist, was den von der normalen Linken unterscheidet. Die marxistische und die sozialdemokratische Linke haben immer gesagt, wir setzen uns für die materiellen Wahrheit ein und nicht, wir versuchen allen Menschen jetzt unsere moralische, unsere philosophische Wahrheit aufzuzwingen. Das haben weder die marxistische noch die sozialdemokratische Linke gemacht. Und genau das machen die Wokisten jetzt, weswegen sie leider auch so erfolgreich sind. Das ist erstmal die grundsätzliche Bedeutung des Begriffes. Eigentlich heißt es nichts anderes als links. Ist ein Ersatzbegriff, der von rechts erdacht worden ist. Die Inhalte des Antivokismus. Erstmal geht es darum, beim Vokismus um Identitäten. Also eine der Grundvorwürfe an die Linken ist, Linke machen hier Identitätspolitik genauso wie die Rechten. Und nein, auch das ist nicht der Vorwurf. Also ist in dem, was ich gerade beschrieben habe und was ich gerade kritisiert habe, vorgekommen, das ist genauso wie bei den Rechten. Nein. Viele Logiken, die Rechten anwenden, werden einfach invertiert. Rechtsradikale sagen tatsächlich, oder beziehungsweise Rassisten sagen, die weiße Rasse ist der schwarzen Rasse überlegen und deswegen sollten die Weißen herrschen. Wokisten sagen jetzt, die schwarze Rasse muss endlich Rassenbewusstsein entwickeln und sich gegen die weiße Rasse zu Wehr setzen. Und die Schwarzen sollten durch Quoten bevorzugt werden, die Schwarzen sollten in Machtpositionen gehievt werden, sprich, die Schwarzen sollten herrschen. Also die schwarze Rasse sollte ihre Interessen vertreten. Das ist genau so eine rassistische Logik, aber nur invertiert. So, das ist ein anderer Rassismus. Ihr merkt es. Also die Identität wurde getauscht, aber es ist immer noch Rassismus. Da muss man jetzt kurz den kausalen Zusammenhang deutlich machen. So, erstmal gibt es ja wenig politisierte Identitäten. Beispielsweise popkulturelle Präferenzen oder ästhetische Vorlieben.
Weil auch hier schon eine gewisse Politisierung drinsteckt, beispielsweise mein Ariel ist weiß oder das Kleopatra-Ding und so weiter. Ne? Auch da gibt es eben diese Wokismus-Debatte, aber die sind weniger präsent, sage ich mal so, im Diskurs. Also bei Kleopatra hat man eine griechische Königin, also oder beziehungsweise eine Königin entstammt aus einer griechischen Dynastie, nämlich den Ptolemäern, als Schwarze dargestellt. Korrekt ist historisch. Deswegen haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass man hier halt jemand, der weiß war, durch eine Schwarze ersetzt hat. Was halt dieses Walkwashing ist. Man sucht sich, also wie gesagt, man sagt, Schwarze müssen häufiger vorkommen und deswegen setzen wir in Doku-Dramas jetzt irgendwelche weißen Leute mit Schwarzen. Also das ist absurd. Stellt euch mal vor, man würde eine Nazi-Doku machen und Hitler und Goebbels wären alle schwarz. Wäre ein bisschen komisch, oder? Also, ich weiß nicht, wie ich es euch nur erklären soll. Und bei Kleopatra ist das genauso. Man besetzt eine Person, die eigentlich weiß war, mit einer Schwarzen, weil man sagt, Schwarze sollen häufiger vorkommen, was absolut rassistisches Denken ist. Also das ist schon wieder dieser Woke-Rassismus, den man hier ganz klar kritisieren muss. Dann gibt es rechte Identitäten. Rechte Identitäten sind exkludierend. Ja? Beispielsweise Nationalität als chauvinistisches Kriterium der Überlegenheit der eigenen Gruppe. Also Rechtsextreme gehen hin und sagen, wir als deutsches Volk sind besser und überlegen anderen Völkern gegenüber. Und dann wird der Begriff Volk beliebig gefüllt. Ja? Also exkludierend, man schließt Menschen aus. Dann gibt es naturalistische Spezifika. Beispielsweise der Mensch ist Fleisch, er ist ein Fleischfresser. Das heißt, alle, die kein Fleisch essen, werden ausgeschlossen. Er ist sozialdarwinistisch, also er ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist ein Raubtier. Ne? Und wenn das heißt auch, dass er automatisch gegen andere, schwächere Menschen kämpft. Also Schwäche wird auch ausgegrenzt, wie auch immer man sie definieren möchte. Männer sind Frauen überlegen. Also auch das wird als naturalistisches Spezifika angenommen. Und dadurch wird das Patriarchat gerechtfertigt. Der Mensch ist heterosexuell und cis. Ja? Also das sind alles rechte Identitäten. Die Erstmal, der Mensch ist Fleisch. Ja, mag früher so gewesen sein, aber das kann man ja selber entscheiden. Das werden jetzt die meisten Rechten urteilen. Ich meine, okay, brauche ich jetzt nicht, glaube ich, weiter darauf eingehen. Das wäre ein bisschen albern. Männer sind Frauen überlegen. Gibt sicherlich einige Rechte, die das sagen. War sicherlich auch unter Eliten in Europa jahrtausendelang vorherrschende Meinung. Also das gibt es ja auch ganz schöne Zitate, beispielsweise schon von Aristoteles, die in die Richtung gehen, oder von Immanuel Kant, also von Philosophen, die wir jetzt eigentlich nicht mit ja, klassischem rechten Denken verbinden, aber das mag sicherlich eine weit verbreitete Meinung gewesen sein, lange Zeit. Ja, okay, heterosexuell und cis, das ist einfach eine Tatsache, dass die meisten Menschen heterosexuell und cis sind. Anders könnte unsere Art ja auch nicht erhalten werden. Auch logisch. Ja, Kant hat gesagt, auch eine Frau kann Verstand haben, aber das würde ihr die weiblichen Reize nehmen, beispielsweise. Also das war ein normales Denken für die Zeit. Also das ist jetzt nicht, also ich will jetzt kein Shaming gegen einzelne Leute machen. Das waren jetzt so die ersten Beispiele, die mir spontan eingefallen sind. Von Rechtsextremen geprägt werden hauptsächlich. Zusätzlich kommt noch dazu Kapitalakkumulation, ne? Also Reichtum zum Erhalt der Überlegenheit der eigenen Gruppe wird nicht hinterfragt. Also wenn die Richtigen reich sind, dann ist das vollkommen gut, das wird sogar gefeiert, siehe Elon Musk und so. Das ist sogar etwas Erstrebenswertes, das ist etwas, was kein Problem ist. Der Reichtum anderer Gruppen dann hingegen schon, ne? Besonders bei Rechtsextremen sind es dann die Juden und mittlerweile dann eben auch Musliminnen. Da ist es dann wiederum, entdeckt man dann auf einmal sein linkes Herz und kritisiert Reichtum. Ne? Linke Identitäten hingegen sind inkludierend. Ja, also Nationalität wird... Jetzt bin ich gespannt. Künstlich geschaffenes Unterdrückungskonstrukt abgelehnt. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Dann gibt es solche Identitäten wie Weltbürger oder Erdling. So, das sind jetzt... Stimmt, Daniele Ganser redet ja immer von der Menschheitsfamilie. Wohl, der wird ja von den ganzen Wokisten gecancelt, weil er für Frieden ist und sich nicht der westlichen Kriegspropaganda anschließt. Seltsam. Ach so, als würde es ein einheitliches linkes Lager gar nicht geben. Das sind jetzt linke Identitäten. Oder Sexualität in ihrer Vielfalt wird gleichgestellt. Homosexualität, Bisexualität, Asexualität. Alles gleich viel wert wie hetero. Gott, es geht doch nicht um gleich viel wert. Es geht darum, was die Normalität ist und was eine Abweichung ist. Und inwieweit, also gleichgestellt. Also die ganzen anderen Sexualitäten, die nicht normal sind, die werden ja als marginalisierte Gruppen bezeichnet und bei irgendwelchen absurden Paraden oder Pride-Monaten oder sonst irgendeinem Unsinn gefeiert. Also das
Das stimmt ja einfach nicht. Also für die Wokisten. Wie gesagt, ich würde die Wokisten jetzt nicht mit den Linken gleichsetzen. Ich würde sagen, die gehören zu einem anderen politischen Lager als wir. Die Anspielung verstehe ich nicht, Demijor. Sei gegrüßt, Sturmhaube. Ja, ich reagiere nach Neitern auf Schattenmacher und Schlomo und ja, was soll ich sagen? Ich habe vorhin mal reingeschaut und es war leider nicht sonderlich intelligent, was die beiden da gesagt haben. Also auch bei den beiden werde ich größtenteils rummeckern, aber dazu nachher mehr. Wir geben uns jetzt noch, wenn Neiter nicht zu furchtbar sein sollte, noch eine geballte Stunde, sogar ein bisschen länger, noch Neitern. Also komm am besten in 2 Stunden wieder oder so. Sexualität. Geschlecht in seiner Vielfalt wird auch gleichgestellt. Ne? Trans oder Non-Binary und so weiter. Alle sollen die gleichen Rechte haben. Oder da ist auch niemand gegen. Also ein Rechter, also ein Rechter von heutzutage, Rechter vor 100 Jahren, der würde diese Trans und Non-Binary wahrscheinlich noch nicht mehr kennen, weil die Gender-Ideologie etwas sehr, sehr Junges ist. Ja, kein Rechter würde sagen, die sind weniger wert. Also, also oder vielleicht einige Extremisten, aber dieses, ja, das existiert ja nicht, was, also existiert nicht in relevanter Form, was Nathan hier kritisiert. Also keine Ahnung, wenn du in der Honigwabe oder bei Real Talk ist das, das sind ja rechte Podcasts, wo ich schon zu Gast war, wenn du da nachfragen würdest, sollten Transmenschen weniger Rechte haben, dann würden die natürlich sagen, nein, sollten sie nicht, die sollten die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch. Könnt ihr mal nachfragen, wenn ihr da, hallo Outlook. Kaum spreche ich. Real Talk ist da an sich Outdoor im Chat. Und hallo Nachtschmied. Ich habe mich auch gerade gesehen. Das ist ein guter Talk mit Baba Batunek. Also, ist, glaube ich, überflüssig. Also, wenn du mit diesen Walken redest, dann ist es, glaube ich, überflüssig, denen zu versuchen, irgendwas zu erklären. Das muss scheitern. Das muss scheitern. Also, beispielsweise, dass der Staat eine Gewaltinstitution ist. Also, das würde ja niemand abstreiten, der vernünftig denkt. Kann man das aus moralischer Sicht unterschiedlich bewerten, aber dass das erstmal so ist, dass staatliches Handeln logischerweise auf Gewalt basiert, Staat hat ja nun mal ein Gewaltmonopol, ich glaube, das würde nicht mal ein Dara bestreiten. Also da bist du wirklich an einen ganz komischen Wokisten geraten, der selbst das bestreitet. Oder die nicht reiche Klasse soll durch Umverteilung gleichgestellt werden. Ja? Da gibt es dann den Identitätsbegriff der Arbeiterklasse. Hier müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist keine Identität. Das ist eine Klasse. Und du kannst die Arbeiterklasse auch jederzeit verlassen. Im Gegensatz zu diesen, ja, inwieweit du deine Sexualität ändern kannst, sei jetzt mal dahingestellt. Dein Geschlecht kannst du ja jedes Jahr einmal wechseln. Du kannst ja auch kein Geschlecht haben laut dieser seltsamen Walken-Ideologie. Das ist ja vollkommen beliebig. Aber die Arbeiterklasse, wenn du plötzlich im Lotto gewinnst und dann Kapital besitzt, dann bist du Kapitalist. Wenn du, ja, Glück hast beim Investieren und irgendwann so reich bist, dass du Kapitalist bist, dann bist du Kapitalist. Und wenn du als Kapitalist Pech hast am Markt, wenn sich deine Produkte nicht verkaufen, dein Unternehmen pleite gehst, ja, dann gehörst du zur Arbeiterklasse. Also die Arbeiterklasse ist ein Konstrukt, was nach einer materialistischen Analyse der Gesellschaft festgestellt wird. Die ist kein identitäres Konstrukt, an dem man sich jetzt festhalten sollte und mit der irgendwelche anderen Merkmale verbunden sind. Also das Merkmal der Arbeiterklasse ist erstmal nur, dass sie kein Kapital besitzt. Also von Marx kommt ja dieser Begriff vom doppelt freien Lohnarbeiter. Vielleicht einen neuen finden, weil in 2024 durch die Dienstleistungsgesellschaft ist der vielleicht ein bisschen veraltet. All diese Identitäten haben eins gemeinsam, es sind Gegenreaktionen gegen rechte etablierte Identitäten. Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Ist das dumm? Also die Arbeiterklasse ist erstmal ein Produkt der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Also Adel und Klerus haben an Macht verloren, das Bürgertum hat die Herrschaft übernommen und das Bürgertum ist damit zur mächtigen Klasse geworden, hat Industriebetriebe gegründet. Die Bauern wurden aus ihrer Leibeigenschaft entlassen und sind in die Städte gewandert, wo sie dann in den Industriebetrieben gearbeitet haben. So ist, beziehungsweise vorher in den Manufakturen, das ist ja eine jahrhundertelange Geschichte, so ist nach und nach die Arbeiterklasse entstanden. Die ist keine Gegenreaktion auf irgendwas Rechtes, sondern die ist einfach Folge materieller Veränderung innerhalb der Gesellschaft. Also es ist ja wirklich albern, was Neitern hier erzählt. Hier geht es nicht darum, dass Linke hingehen und sagen, ich habe die und die Identität und ich möchte andere exkludieren, sondern sie gehen hin und sagen,
wir haben bestimmte Identitäten, die wir von Rechten aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, um antidiskriminierend tätig zu sein. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen deutlich zu machen. Warte, den Satz will ich nochmal hören. Aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, um antidiskriminierend tätig zu sein. Den hören wir uns nochmal an. Das Linke hingehen und sagen, ich habe die und die Identität und ich möchte andere exkludieren, sondern sie gehen hin und sagen, wir haben bestimmte Identitäten, die wir von Rechten aufgezwungen bekommen, über die wir sprechen müssen, um antidiskriminierend tätig zu sein. Ich versuche das jetzt noch. Was ist das denn? Also, ich habe gerade schon nachgedacht, habe ich es nicht richtig verstanden, aber das ist ja dermaßen bescheuert. Also, was soll man dazu noch sagen? Also beispielsweise kommen wir von Rechten aufgezwungen. Dieses bescheuerte Konstrukt Non-Binary, was aus der Gender-Ideologie folgt, das bekommen wir doch nicht von Rechten aufgezwungen. Also ist Judith Butler jetzt plötzlich eine Rechte oder was? Das ist, ja, was, Gaslighting, wie nennt man diese Diskussionstaktik? Man unterstellt dem, also man konstruiert selber sich irgendwas herbei und wenn man dann von dem Gegner dafür kritisiert wird, unterstellt man einfach dem Gegner, er hätte das Ganze herbeikonstruiert oder das sei nur eine Gegenreaktion auf das, was der Gegner eigentlich tue. Also moralisches Schuldzuschieben gegenüber Rechten schon wieder. Nee, nicht mal Strohmann-Outlaw. Das ist nicht mal ein Strohmann. Also man macht selber etwas, unterstellt dem Gegner aber, er würde das machen. Das macht Neitern hier. Also er unterstellt ja hier, dass die Rechten eigentlich Identitäten konstruieren würden und beispielsweise die Arbeiterklasse und Non-Binary und Asexualität oder was auch immer sei nur eine Reaktion darauf. Das ist doch albern. Günni schreibt gerade, Gaslighting passt schon. Wie gesagt, ich mag diese ganze Anglisierung unserer Sprache nicht, aber Gaslichtern ist jetzt, glaube ich, kein gutes deutsches Wort, was man da an die Stelle von setzen könnte. Also, worum es geht, die argumentative Taktik, man macht selber etwas und unterstellt dann entweder dem Gegner, dass er daran schuld sei, dass man selber das machen würde, oder dass der Gegner es ja eigentlich machen würde. Also, hier unterstellt Neitern den Rechten, dass sie schuld daran wären, dass er sich solche abstrusen Konstrukte ausdenkt. Oder ja, auch die Begriffsherleitung von Arbeiterklasse. Also es ist so vollkommen bescheuert, was wir hier gerade sehen. Also danke nochmal an die Person, die mir das zugeschickt hat. Also das ist ja gruselig. Noch ein bisschen deutlich zu machen. Dem Ganzen innewohnend ist auch ein Mechanismus, auf den ich kurz eingehen möchte, nämlich, dass die Gegenreaktionen meist emotionaler sind als die Aktionen der Unterdrücker. Der ungerecht Behandelte hat mehr Grund, wütend zu sein, als ein ungerecht handelnder Unterdrücker. Auch das ist etwas, was häufig von Rechten dann Linken vorgeworfen wird, dass sie so emotional sind, dass sie so wütend sind. Ja, auch diese Moralisierung. Das ist was ich grundlegend ablehnen würde. Also an den Chat, falls ihr euch wundert, ich habe mein Bild ein bisschen verschoben, damit ihr die gesamte Schrift hier lesen könnt. Also das scheint hier wirklich, ich will nicht sagen wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher Vortrag zu sein, wo dieses Woke-Phänomen methodologisch betrachtet werden soll. Es ist ja vollkommen absurd. Also wie gesagt, der ungerecht Behandelte. Also wer entscheidet denn, dass der ungerecht behandelt wurde? Er selbst? Die Woken-Ideologen? Ja, natürlich die Woken-Ideologen. Also Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Da könnte man jetzt ewiglich lange philosophische Debatten drüber führen und immer noch zu dem Schluss kommen, ja, was gerecht ist, das sieht dann doch jeder anders. Deswegen sollte man solche Fragen nicht politisieren. Ja, ich. Natürlich ist das nicht wissenschaftlich, Günni. Natürlich ist das hier abstruse Propaganda von Neitern, wo er sich aus irgendeinem Grund ziemlich viel Mühe machen wollte, irgendeine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Aber wirklich, also, wenn man diese wirklich dummen Gedankengänge hier nochmal strukturiert bekommt, dann ist das ja noch schlimmer, als wenn er das so unstrukturiert in einem Stream einfach vorträgt. Also so sieht man ja wirklich schwarz auf weiß, dass das komplett absurd ist, was der Typ sich denkt. Danke an Demi Jor, dass du mich mit Prime abonniert hast. Ich kann jetzt aber hingehen, picke mir irgendjemanden raus, irgendeine gesellschaftliche Gruppe und mache diese Gruppe unmöglich und ich rede über sie, spreche ihnen die Rechte ab, mache ihnen alle möglichen Zuschreibungen an negative Zuschreibungen und das kann ich alles vollkommen unemotional machen. Das kann ich alles vollkommen ruhig machen. Aber am Ende des Tages ist dann die Gruppe, die ich mir rauspicke, zu Recht wütend und emotionalisiert. So, das heißt Emotionalisierung als Schuldzuschreibung ist etwas, wo wir immer ganz stark aufpassen müssen, denn Opfer sind oft emotionalisierter als Täter. Das liegt einfach in der Es gibt pauschal keine Opfer oder Täter. Also wer Politik in Opfern und Tätern denkt, der hat die Politik schon moralisiert.
Also der ist generell, nehmt solche Leute sind gefährlich. Dynamik, in der Opfer-Täter-Dynamik begraben. Exkludierende Identitäten nicht zu tolerieren, ist nicht das gleiche wie die Gegenbewegung der inkludierenden Identitäten nicht zu tolerieren. Ne? Exkludierende Identitäten dürfen nicht toleriert werden. Die Gegenbewegung der inkludierenden Identitäten ist notwendig, weil es exkludierende Identitäten gibt. Ihr merkt, diese Unterscheidung hier ist völlig hirnrissig. Also die Wokisten machen irgendwelche absurden Identitäten aus, wollen, dass die gefördert werden, wollen, dass die mehr Macht bekommen und wollen dann in dem, also wollen letztlich, dass sie selbst mehr Macht haben. Aber die, alle traditionellen Identitäten, die es in der Gesellschaft nun mal gibt und die teils nicht mal Identitäten sind, sondern Folge einer Klassenanalyse. Also die wenigsten Arbeiter werden von sich sagen, ja, ich bin ein stolzer Arbeiter, das ist eine Identität, die mir wichtig ist. Nein, es ist Folge deiner materiellen Position. Du kannst selber leugnen, dass du Arbeiter bist. Du kannst sagen, ich gehöre zum Mittelstand, ich habe doch mit Arbeitern nichts zu tun und du kannst trotzdem Arbeiter sein, weil das eben nicht darauf ankommst, wie du dich fühlst. Also beispielsweise, ich bin zwar eine Frau, aber ich fühle mich jetzt als Non-Binary oder so, ein vollkommener Unsinn, sondern weil es halt auf deine materielle Situation ankommt. Das ist der Unterschied. Ich will das kurz verdeutlichen, ein Beispiel von einem kleinen Jungen. Ne? Stellen wir uns vor, in der Schule gibt es einen Jungen, der ist ein bisschen kleiner als alle anderen. Ne? Und jetzt gehen Mobber hin und mobben ihn. Sagen, du bist so klein und so weiter und du Schwächling und du kleiner Zwerg und keine Ahnung was. Mobben den und schließen ihn aus. Aus der Schulgemeinschaft. Jetzt geht der kleine Junge hin und geht zum Anti-Mobbing-Berater und sagt, ich werde gemobbt, weil ich ein kleinerer Junge bin als die anderen. Ja? Das heißt, er nutzt auf einmal sein Kleinsein, obwohl er vorher sein Leben lang nicht drüber nachgedacht hat, dass er kleiner ist als die anderen und es für ihn auch keine Rolle gespielt hat, plötzlich als Identität. Er geht plötzlich hin und sagt, ich bin ein kleiner Junge und deswegen werde ich gemobbt. So, ist jetzt die Identität der Mobber, die dem kleinen Jungen das Kleinsein als Identität zuschreiben und ihn deswegen mobben, gleichbedeutend mit dem kleinen Jungen, der dann durch das Mobbing die Identität aufpicken muss und identitär das benutzen muss und sagen muss, ich bin ein kleiner Junge und deswegen werde ich gemobbt. Eher nicht. Die Gegenargumentation ist, der kleine Junge hat angefangen, sein Kleinsein Identität zu nutzen, deswegen müssen wir gegen seine Identitätspolitik vorgehen. Das ist natürlich Blödsinn. Also, er wurde dazu gezwungen, eine neue Identität anzunehmen. Das ist doch keine Politik. Also, wenn jemand in der Klasse gemobbt wird, dann ist das doch, nichts mit Politik zu tun. Also, ich bin so ein bisschen sprachlos. Also, hier wird irgendein abstruses Alltagsbeispiel aufgemacht und da wird jetzt behauptet, das sei Identitätspolitik. Also, wollen wir es einfach mal überspringen? Also, das, nein, wie gesagt, das ganze Beispiel ist dumm. Also, hier wird eine Alltagssituation benutzt und versucht, das auf die politische Bühne zu. Und also wenn er es vernünftig hergeleitet hätte und gesagt hätte, okay, das ist nur eine Analogie, aber er hat das ja direkt als Identitätspolitik bezeichnet. Entsprechend überspringen wir das mal. Und sagst so, warum willst du denn, warum stehst du denn für weniger Armut ein und so weiter? Das wird Linken nicht vorgeworfen. Armutsbekämpfung wird nur dann als woke bezeichnet, wenn es um die spezielle Armut einer marginalisierten Gruppe geht. Zum Beispiel Geflüchtete oder queere Personen. Dann gibt es manchmal den Vorwurf, das sei woke. Und ich glaube, es liegt daran, dass Armut potenziell halt jeden treffen kann und von allen gesellschaftlichen Gruppen im Grunde abgelehnt wird. Und deswegen findet das Thema der Anti-Woke-Debatte kaum statt. Also selbst Rechtsextreme möchten die Armut des eigenen Volkes verhindern. Das macht sie nicht zu Linken, das ist auch kein linker Take. Aber auch Rechtsextreme sind gegen Armut. Doch, es gibt Linksnationalisten. Also die auch die Armut des eigenen Volkes verhindern wollen. Also ich glaube, den Armut, wohl, lassen wir nach. Also er hat ja vorhin zur Arbeiterklasse schon furchtbaren Schwachsinn erzählt. Vielleicht ist das, was er jetzt erzählt, sinnvoller. Für ihre eigene chauvinistische Gruppe. Verletzt aber im Grundsatz die linke Gleich. Wie gesagt, es gibt auch linken Chauvinismus. Also wenn man sich ein bisschen mit Geschichte auskennen würde, würde man das wissen. Stellungsprämisse und kann daher keine linke Forderung sein. Aber auch die sind im Prinzip gegen Armut. Die Konsequenz daraus ist, dass Linke dürfen sich das Thema Armut nicht nehmen lassen, nur weil sie ständig von Anti-Woken mit dem Kulturkampf belästigt werden. Ja? Also wir müssen schauen, dass wir das Thema Armut auf dem Schirm halten.
Denn wenn wir aufhören... Ja, gut, Nathan, was sagst du denn zum Wirtschaftskrieg gegen Russland, der die Armut in Deutschland in die Höhe getrieben hat und die Reallöhne der deutschen Bevölkerung um rund 5% hat sinken lassen, der den Stand von 2015 zurückversetzt hat, der die Mindestlohnerhöhung massiv entwertet hat? Was sagst du zum Wirtschaftskrieg gegen Russland? Beenden, um was gegen die Armut zu tun? Und der auch die Nahrungsmittelpreise in die Höhe getrieben hat. Also im globalen Süden, da haben viele Menschen plötzlich an Hunger gelitten, weil sie sich die Mais, die Weizen, die Reispreise nicht mehr leisten konnten. Also Wirtschaftskrieg beenden oder beibehalten? Also falls er jetzt reagiert, könnte er jetzt antworten. Ich bin mal gespannt, was er hier drauf antworten wird. Darüber zu reden, dann kann es dazu führen, dass wir als Lifestyle-Linke gesehen werden mit einer gewissen Berechtigung. Und Armutsbekämpfung ist natürlich im Kern immer Kapitalismuskritik. Was ist denn jetzt eigentlich der Kulturkampf? Das müssen wir als nächstes mal kurz klären. Was ist eigentlich dieser Kulturkampf? Kapulcu, wenn du selber kein Kapital besitzt, sondern von Lohneinkommen lebst, dann bist du Arbeiter. Wenn du Kapital besitzt, dann bist du Kapitalist. Und hauptsächlich von Kapitaleinkommen lebst. Das ist das Unterscheidungsmerkmal an der Stelle. Beziehungsweise, wenn du Selbstständiger bist und in einem kleinen Betrieb, also es gibt ja auch kleine Selbstständige, dann bist du halt Selbstständiger. Aber ja, wenn du von Lohn lebst, dann bist du Arbeiter. Der Kulturkampf ist im Prinzip eine rechtsextreme Platzhalterdebatte. Ja. Was meine ich mit Platzhalter? Mit Platzhalter meine ich, dass beispielsweise kriminelle Ausländer rausgesagt wird, anstelle des eigentlichen Ziels der Rechtsextremen, POCs zu deportieren und oder umzubringen. Ne? Also die NPD hat das zum Beispiel gemacht, sie hat plötzlich auf ihre Plakate nicht mehr Ausländer rausgeschrieben, sondern kriminelle Ausländer raus. Oder es wird eine Anti-Wokeness wird aufgemacht, anstelle des eigentlichen Ziels, queere, behinderte und feministische Menschen zu deportieren und oder umzubringen. Also man sagt sozusagen, von diesen queeren, behinderten, feministischen Menschen nehmen wir eine Gruppe, die wir jetzt Woke nennen und gegen die kämpfen wir. Und diesen Woken... Das ist ja wirklich... okay, es gab in der Geschichte Rechte, also ich versuche das hier nicht zu Bad Faith anzuschauen. Deswegen, ja, es gab in der Geschichte Rechte, die andere umbringen und deportieren wollten. Okay, ja. Aber okay, es gab auch Rechte, die behinderte Menschen umbringen wollten. Aber ja, okay, queere... Wie gesagt, diese ganze Transgeschichte ist ja sehr viel jünger. Und auch so eine Konstrukte wie Non-Binary sind viel jünger. Also da ist das mehr oder weniger ein Strohmann. Also da unterstellt man den Rechten etwas, was sie nicht wollen. Und wie gesagt, es gibt ja auch kaum Rechtsextreme in diesem Land. Also man nimmt hier wirklich einige Idioten aus dem feindlichen Lager, wo auch die meisten aus dem rechten Lager sagen würden, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, und tut jetzt so, als wäre das das große Problem, gegen das man kämpfen müsste. Machen wir bestimmte Zuschreibungen. Weil wir nicht mehr uns öffentlich hinstellen können und sagen können, Ausländer raus, und weil wir uns nicht mehr öffentlich hinstellen können und sagen können, Schwule ins Lager. Das können wir nicht mehr machen, deswegen führen wir jetzt als Rechtsextreme eine Platzhalterdebatte. Der Kreis der auszugrenzenden Gruppe wird also kleiner gezogen und mit Eigenschaften versehen, die bei Konservativen und Linksliberalen auf mehr Akzeptanz stoßen. Ja. Beides ist diffus. Also sowohl Anti-Wokeness ist diffus, als auch kriminelle Ausländer raus. Kriminell kann nämlich zum Beispiel alles bedeuten, zwischen Mörder oder der simplen Eigenschaft Geflüchteter sein durch die Verletzung des Aufenthaltsrechts. Woke ist noch ungenauer. Meistens handelt es sich um linke antidiskriminierende... Ich habe es vorhin definiert, identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne, und dann habe ich das genauer ausgeführt. Also die Leute wollen einem nicht zu. Ich habe es Nathan auch erklärt in unserem Talk. Er hört einem nicht zu. Also er will weiter gegen den Strohmann... Warum gehe ich darauf überhaupt ein? Also ihr merkt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, weil Nathan der Gegenseite nicht zuhören will. Er will seine Ideologie durchprügeln, und das geht halt nicht, wenn man keine Gegenargumente auf die Definition des Gegners hat. Man will dem Gegner schließlich unterstellen, er hätte keine genaue Definition und alles sei diffus, was es nicht ist, de facto. Gesellschaftspolitik, zum Beispiel Gendern. Warum gerade Gendern? Also die Frage habe ich mir auch gestellt. Warum gerade Gendern? Warum ist Gendern so ein großes Thema in der Platzhalterdebatte? Weil die Wokisten es pushen. Könntest dieses Thema abräumen, dann wäre es kein Thema mehr. Ganz einfach. Weil Gendern ein offenes Diskursfeld ist. Das heißt, es gibt auch von Linken eigentlich so gut wie niemanden, ich kenne jedenfalls niemanden, der sagt, Gendern sollte genau so und so funktionieren, also das ist das richtige Gendern und das sollte jeder so machen.
sondern alle möglichen Leute gendern auf unterschiedliche Art und Weise, vertreten unterschiedliche Ansätze des Genderns und das ist ein Diskurs unter Linken, der offen ist. Ja? Und es gibt auch Probleme mit Gendern, ne, dass die auch von Linken angesprochen werden. Beispielsweise, was ist denn zum Beispiel mit blinden Menschen, mit der Blindenschrift und so weiter. Es gibt ganz viele Probleme, die geklärt werden müssen. Das heißt, ein offenes Diskursfeld. Jetzt gehen Rechte hin und Rechtsextreme hin und tun so, als würden die Linken eine bestimmte Form des Genderns fordern und auch sagen, jeder muss es machen. Während Linke in Wahrheit sagen, du genderst cool, du genderst nicht, okay, dann gender eben nicht. So, also mach es oder lass es, aber bitte kritisiere nicht die Leute, die es machen. Das ist ja die eigene. Dumm. Für wie dumm hält Neitern sich eigentlich? Hier versuchen Woke-Ideologen, uns eine absurde Kunstsprache aufzudrücken. Und ja, die versuchen das in Behörden, in Universitäten zu machen und so nach und nach in die Gesellschaft zu tragen. Die versuchen das an den Institutionen zum Gesetz zu machen und es dann zur allgemeinen Rechtschreibung zu machen. Das versuchen sie doch. Und jetzt, wo noch 80% der Bevölkerung dagegen sind und sie sich noch nicht durchgesetzt haben, da sagen sie, ja, das sei doch alles freiwillig. Also den Trick, den haben wir alle durchschaut. Also wir sind doch nicht dumm. Und ihr könnt, also die Wokisten, wenn denen das angeblich nicht so wichtig ist, könnten die das ja auch einfach beenden. Hört auf zu gendern und niemand stört sich mehr daran. Punkt aus, Debatte gelöst, fertig. Das wäre so einfach. Schweinehund schreibt gerade im Chat, Neidern hält uns für sehr dumm. Ja, natürlich. So ist das immer, wenn du dir was von diesen Leuten anguckst. Das ist bei Dekadent und Dara genauso. Und ich wollte gerade mit Shoyoka anfangen, aber über die darf man ja nicht sagen, ohne dass man Angst haben muss, verklagt zu werden. Also bin ich da mal ganz leise. Eigentlich linke Position. Aber es wird so getan, als wären die Linken jetzt in diesem eigentlich offenen Diskursfeld, weil es da keine eindeutigen Argumente für eine eindeutige Vorgehensweise gibt, wird so getan, als würden die Linken das aber tun, um gegen sie vorzugehen. Dieser kleinere Kreis wird dann als Instrument genutzt, um Stimmung gegen die gesamte Gruppe zu machen und Hass zu schüren. Also wir reden hier immer über Rechtsextreme und was sie tun, ne? wie sie zündeln. Das heißt, sie nehmen diese kleinere Gruppe, wo sie sagen, das sind diese Woken, ne? Das sind dann sowohl direkt Betroffene als auch deren Allies, die rausgepickt werden und die dann als Woke bezeichnet werden und versuchen dann mit diesen Eigenschaften, die man ihnen zuschreibt, Stimmung gegen alle zu machen. Man nutzt Extrembeispiele, um die Linken zu spalten oder zu delegitimieren, also beispielsweise die Segregation in Schulen in den USA, die vollkommen bescheuert ist, oder diese Dreadlock-Sängerin, die von Fridays for Future ausgeladen worden ist, oder dass der Christopher Street Day einen Waffensponsor hatte. Solche Extrembeispiele, die auch übrigens innerhalb der Linken stark kritisiert werden. Ja, wenn Erwin das kritisiert, dann wird er doch von euch gecancelt und es wird gesagt, ah, du verbreitest Verschwörungstheorien. Oder war das irgendwie anders? Vielleicht verwechsel ich da auch was. Und einen starken Backlash gehabt haben, werden genommen und es wird so getan, als wären alle Linken so lost und würden sagen, ja, ein Waffensponsor bei CSD ist ja vollkommen cool. Während selbst Jan Böhmermann, der ja so das Feindbild der Anti-Woken ist, einen Song dagegen gemacht hat. Dass, nein, hier löschen sich Mods nicht gegenseitig, das war ich. Also bitte als Mods löscht euch nicht gegenseitig. Seid einfach, versucht einfach, vor allem wenn ihr Mods seid. Kritisiert inhaltlich, was ihr seht, aber bleibt bitte ruhig im Chat. Also ich will hier keine Eskalation. Und der Chat war auch bisweilen sehr ruhig. Also da habe ich heute eigentlich nicht viel zu meckern. Die Kommerzialisierung des CSD und so weiter. Also man versucht, Extrembeispiele sich rauszusuchen, um damit so zu suggerieren, dass alle Linken diese extreme Nein, also Leute wie Erwin kritisieren das und ihr versucht, sie dann zu canceln und als Verschwörungstheoretiker und sonst was zu diffamieren. Also ihr versucht, die Leute, die das delegitimieren, so rum. Und das Ganze, also ich habe ja die Human Rights Campaign angesprochen, dieser ganze Wokismus, dieser ganze Kulturkampf wird vom Großkapital gepusht. Und wenn man das kritisiert, dann sagt ihr Wokist nicht, toll, das Großkapital mögen ihr auch nicht. Da sagt ihr, das ist eine Verschwörungstheorie, du kannst doch nicht die armen Finanzkapitalisten zitieren. Wenn du Woke sagst, wir sollen die Woken aufhalten, dann meinst du eigentlich die Juden. Das denke ich mir gerade nicht aus, das hat Dara so gesagt. Also das ist wirklich original von Dara. Also diese antideutsche Ideologie, die aus Deutschland, also die in Deutschland ja mal eine Zeit lang ziemlich groß war, die hat sich jetzt nahtlos mit diesem Wokismus verbunden. Also dieser Vorwurf, wenn du das Finanzkapital kritisierst, dann bist du eigentlich Antisemit. Der ist auch bei den Woken total im Woke. Das ist, ja, Gregor auch, völlig geistesgestört. Also diese Leute, die sind nicht satisfaktionsfähig, mit denen kannst du nicht vernünftig diskutieren. Also alleine das ist hier schon die übelste Diffamierungstaktik und das weiß, also das wissen die auch.
Also die sind ja nicht blöd. Die wissen, dass an diesem Vorwurf nichts dran ist. Die wissen da aber, dass man damit politische Gegner sehr, sehr gut diskreditieren kann. Und entsprechend nutzen sie das. Aufstellen und deswegen halt nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Ne, ich benutze übrigens die Worte Woke und Link jetzt hier, links hier in diesem Vortrag austauschbar, weil es das Gleiche meint. Also Woke und Links benutze ich vollkommen. Nein, das meint auch nicht das Gleiche. Wir sind auch Links und wir verachten euch. Austauschbar. Dann baut man noch Strohmänner, ne, wie ich eben schon sagte, man tut so, als würden Linke einen Genderzwang fordern, also man tut so, als würden Linke Kinder früh sexualisieren wollen, oder man tut so, als würden... Ja, das passiert ja auch. Also googelt mal den Namen Helmut Kendler. Also das ist nicht nur Frühsexualisierung, das ist noch ein bisschen weitergehend. Oder Skandal der Grünen Partei. Ist auch, also bevor dieses Wort Woke überhaupt aufkam, hat das in diesen Kreisen schon, ja, ist das in diesen Kreisen schon vorgekommen. Also das sind jetzt die Extrembeispiele. Diese Frühsexualisierung von Kindern mit Büchern wie Julian ist eine Meerjungfrau, die ist ja auch gut dokumentiert. Das ist ja auch nichts, was sich die Rechten ausdenken würden. Würden Marginalisierte besser gestellt werden als der Rest der Gesellschaft. Ne? Alles, ja, genau das fordert ihr. Eine Migrantenquote, eine Schwarzenquote. Oder, es gibt, wie gesagt, die kritische Rassentheorie, die fordert, dass die schwarze Rasse Rassenbewusstsein entwickeln sollte und rassischen Interessen vertreten solle. Also, wie wollt ihr das nennen? Jetzt mal. Ja, Kaliman hat da gerade einen guten Vorschlag im Chat. Wie wollt ihr das nennen? Ich würde sagen, das ist Rassismus, aber ihr verkauft das als Antidiskriminierung. Männer fordert niemand, gibt es nicht, aber auch das wird dann initiiert von Rechtsextremen, aufgegriffen von Linksliberalen und Ja, also wurde sich die Migrantenquote, die es im öffentlichen Dienst, ich glaube, in Hannover gab, wurde sich die von Rechtsextremen ausgedacht oder wurde die von der Stadt tatsächlich eingeführt? Konservativen suggeriert, dass Linke genau das möchten, um ihnen so eine Art, also als wären, also man möchte damit erreichen, zu suggerieren, dass linke Forderungen im Kern absurd sind. Nach Belieben ist dann die Antidiskriminierung von Woken Mainstream oder eine Minderheitenmeinung, die den Normalen auf den Nerv geht. Also 80% der Menschen lehnen das Gendern ab. In allen mir bekannten Umfragen lehnen die Menschen zusätzliche Wirtschaftsmigration ab. Trotzdem sind das Dinge, die gesetzt wurden von den hier herrschenden Institutionen, weil ein Kleid Walker Mainstream, der vor allem unter den Eliten stark ist, weil der das pusht. Je nachdem, wie man es gerade braucht, sind die Woken entweder die Mainstream? Ja, Mainstream heißt die politisch tonangebende Gruppe. Mainstream heißt nicht, die Mehrheit der Bevölkerung ist dieser Meinung. Also es gibt viele, die komplett an der Bevölkerung vorbei regiert wird. Also Steuersenkungen für Reiche sind beispielsweise auch Mainstream. Die Verscherbelung unserer gesetzlichen Rente an Finanzkonzerne, beispielsweise durch die Aktienrente, ist Mainstream. Erhöhung des Renteneintrittsalters ist eine Mainstream-Forderung, haben ja die Altparteien immer weiter umgesetzt. All das wird von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, aber es passiert trotzdem, weil eine kleine neoliberale Elite das will. Also das ist doch jetzt nicht schwer zu verstehen, dass die Eliten häufig eine andere Meinung haben als das Volk. Übrigens von allen wissenschaftlichen Studien belegt. Also westlichen Demokratien, da hat die Meinung der oberen 10%, die Meinung des obersten Prozents, wesentlich mehr durchzusetzen als die Meinung der Mehrheit. Und in manchen Ländern, wie beispielsweise den USA, ist es besonders schlimm, da hat die Meinung der unteren 50% so gut wie gar keinen, oder der unteren 90% so gut wie gar keinen Einfluss auf das, was politisch geschieht. Und in manchen Ländern ist es etwas besser, aber auch in Deutschland sieht es sehr gruselig aus. Da hätte ich letztes Jahr ein Video zu gemacht. Aber laut Leuten wie Dara ist das ja eine böse, böse Verschwörungstheorie, wenn man hier den verdammten Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung zitiert. Oder Studien, die dafür angefertigt wurden. Also das ist ja das Niveau, auf dem die Wokisten dann argumentieren, wenn sie darauf anspricht. Ne, wenn man jetzt es gerade braucht in seiner Argumentationsfigur. Oder wenn man es an einer anderen Stelle dann wieder verwendet, dann sagt man, es ist eine kleine Minderheitenmeinung, die den Normalen in dieser Gesellschaft auf den Sack geht. Also wie man möchte. Man ist austauschbar. Mainstream-Minderheitenmeinung komplett austauschbar. Innerhalb der Platzhalterdebatte ändern dann Nazis noch Stück für Stück die Bedeutung von Sprache. Zum Beispiel sollen negative Wörter entstigmatisiert werden, indem man beispielsweise Remigration sagt statt Deportation. Oder positive Worte sollen halt stigmatisiert werden, indem man zum Beispiel Woke sagt anstatt von links. Nein. Die Strategie der Rechtsextremen. Niemand sagt Woke statt links. Wokismus ist etwas Neues. Wokismus ist etwas anderes. Der Platzhalterdebatte ist, die Gesellschaft für das eigentliche Ziel bereit machen. Also, wir erinnern uns,
Rechtsextreme wollen eigentlich, dass queere, behinderte und feministische Menschen und POCs in Lager gesteckt werden, deportiert werden oder umgebracht werden. Diese Forderung können sie nicht mehr aufstellen, deswegen machen sie diese Platzhalterdebatte, die sie in der Gesellschaft implementieren, um, also in der Hoffnung, dass die Gesellschaft durch das Führen der Platzhalterdebatte, durch das Aufgreifen der rechtsextremen Narrative bereit wird. Ich habe schon dreimal erklärt, wenn 80% der Bevölkerung sowas wie Gendern ablehnen, dann eine kleine organisierte Minderheit das aggressiv versucht durchzudrücken, in den Institutionen zum Common Sense zu machen, dann wird da halt viel drüber diskutiert. Weil wie gesagt, der Großteil der Bevölkerung das ablehnt und auch viele Politiker damit gut Stimmung gegen diese Walken machen können, beziehungsweise sich selbst profilieren können als Anti-Walk-Kämpfer bei einem Thema, was ja eigentlich nicht so relevant ist. Und ja, das ließe sich, wie gesagt, sehr leicht beenden, indem die Walkisten einfach aufhören, das zu pushen. Aber jetzt denkt sich Nathan aus, 80% der Bevölkerung lehnen das ab. Wieso wird da so viel drüber geredet, wenn wir das so aggressiv versuchen durchzusetzen? Genau, weil das von Rechtsextremisten gepusht wird, weil Rechtsextremisten ja die großen Medien in Deutschland unter ihrer Kontrolle haben und solche Themen setzen können. In welchem Deutschland lebt dieser Mann? Wirklich. Ich glaube, wir überspringen mal das, was nicht so interessant aussieht. Antidiskriminierende Verbesserung erreichen, meinte nein, ist es nicht. Also, er wollte sich ja mit dem Phänomen der Anti-Wokeness auseinandersetzen. Gott, ist das dumm. Gewalt. Wer kann seine... Wir sind ja immer noch bei dem Thema. Ich glaube, es überspringen wir. Worum geht es den Anti-Woken? Das sieht doch interessanter aus. Also, worum geht es den Anti-Woken? Sie möchten keine Verantwortung übernehmen. Sei gegrüßt, Imp. Sei gegrüßt, Imp. Wer hat diese Folien erstellt, die er da präsentiert? Das ist Nathan. Möchtest du diesen Vortrag haben? Also, wenn andere Streamer diesen Vortrag haben, ich kann euch den gerne zusenden. Den hat der gute, oder ihr könnt auch Klappzess anschreiben. Der hat den erstellt. Also, ich kann dir den gerne zusenden, Imp. Dann kannst du da drauf reagieren, wenn du möchtest. Beziehungsweise andere Streamer, die den haben wollen, schreibt mich gerne auf Discord oder Twitter an, ich schicke euch den. Das ist von Nathan tatsächlich. Für marginalisierte Gruppen. Daraus, dass sie keine Verantwortung übernehmen, ergibt sich, dass sie keine Konsequenzen zu befürchten haben. Und das erreichen sie durch die Platzhalterdebatte, durch die marginalisierte zu Bittstellenden gemacht werden. Bedeutet, man sagt nicht mehr, queere Menschen haben keinen Anspruch, also queere Menschen sollten nicht gleichberechtigt sein oder queere Menschen gibt es nicht oder sollte es nicht geben oder sowas sagt man nicht mehr, sondern man sagt, queere Menschen haben keinen moralisch verbrieften universalistischen Anspruch auf ihre Rechte, sie können höchstens darum diese Rechte erbeten. Also niemand sagt, dass queere Menschen andere Rechte haben sollten als normale Menschen. Niemand sagt das. Denkt sich hier irgendwo, oder es gibt einige, keine Ahnung, Islamisten, Rechtsextreme vielleicht, die sagen, okay, wir sollten, Homosexualität ist eine Sünde und das sollte verboten sein. Aber kein normal denkender Mensch sagt das. Auch wenn du in der AfD nachfragst, wird das keiner sagen. Auch dort will man das nicht kriminalisieren. Also das ist einfach ein Strohmann. Also worum geht es den Anti-Walken? Also damit schließt ja auch ja alle Linken ein, die diese Degenerationserscheinung, die uns hier live präsentiert wird, auch ablehnen. Dadurch, dass sie sie nur noch erbeten können, bedeutet das, wir können sie ablehnen. Und wenn sie diese Grenze überschreiten und ihre Rechte doch fordern, sagen wir, sie sind woke. Und dann können nein, die fordern nicht ihre Rechte. Die fordern Privilegien. Die fordern nicht ihre Rechte. Ihre Rechte haben sie nämlich. Wenn wir diese Forderung, die sie formulieren, also queere Menschen ist als ein Beispiel, als eine Gruppe innerhalb der linken diskriminierten Gruppen, dadurch, dass wir sagen, die können dürfen ihre Rechte nicht einfordern, weil dann sind sie woke, gehen wir sozusagen durch die Hintertür rein und sagen, ihr habt eigentlich gar keinen Anspruch darauf. Und dann können wir Fortschritt in der Gesellschaft, Veränderung in der Gesellschaft verändern, ohne uns hinstellen zu müssen und offen queerfeindlich zu sein. Wir können das sozusagen indirekt machen. Das ist der Kern. Dieses also Imp und Outlaw und Nachtschmied waren ja gerade im Chat. Ich glaube, ihr gehört laut Nathan auch zu den Anti-Walken. Ihr könnt ja mal schreiben. Wollt ihr, dass queere Menschen weniger Rechte haben als noch?
könnt ihr ja jetzt ja mal offen zugeben, dass ihr eigentlich nur Homosexuelle hasst. Ich kriege gerade mitgeteilt von Seppi TV, dass Marcellus Wallace seinen Kanal gerettet hat. Das freut mich sehr. Also seinen YouTube-Kanal meinst du, oder? Ich gucke gleich mal auf YouTube, ob das stimmt. Aber das würde mich freuen, wenn er das geschafft hat. Also Marcellus Wallace ist, wer das nicht mitbekommen hat, auch Opfer der Cancel Culture geworden. Sein Kanal hat drei Strikes gehabt und ist gesperrt worden oder wäre gesperrt gewesen. Ich gucke gleich nochmal auf YouTube. Aber laut Seppi ist das jetzt anscheinend nicht mehr der Fall. Ein Strike ist weg, das freut mich. Das freut mich. Tivokismus. Jetzt möchte ich als nächstes kurz darauf eingehen, wie wird denn dieser gesellschaftliche Diskurs geführt? Über den Antivokismus. Wie findet dieser gesellschaftliche Diskurs statt? Dazu müssen wir erstmal uns angucken, welche Gruppen gibt es? Wie gesagt, stark vereinfachtes Modell. Inwiefern nutzen diese Gruppen diesen Anti-Woke-Code als Mittel gegen linke, antidiskriminierende Gesellschaftspolitik? Also zu sagen, Möglichkeit 1 wird abgelehnt, bitte werde zu unterwürfigen Bittstellern. Und welche Allianzen gibt es? Und was kann man dagegen tun? Modell der gesellschaftlichen Hauptströmung. Da gibt es erstmal die Rechtsextremen. Die Rechtsextremen bestimmen den Diskurs. Sie bestimmen, also nenn mir ein großes deutsches Medium, was in der Hand von Rechtsextremen ist. Nenn mir einen rechtsextremen Rundfunkintendanten. Irgendwen, der Macht hat und der solche Debatten setzt. Es gibt keinen rechtsextremen Akteur unter den gesellschaftlichen Eliten, der das vorantreiben könnte. Gibt es einfach nicht. Also Nathan denkt sich hier, er denkt sich hier einen politischen Akteur aus, den es in der Realität nicht gibt. Indem sie die Platzhalterdebatte weiter vorantreiben. Sie haben sich die Platzhalterdebatte, den Kulturkampf ausgedacht, tragen ihn in die Gesellschaft und hoffen, dass er sich in der Gesellschaft verbreitet. Sie wollen keine Unterordnung der Marginalisierten, wie sie in der Platzhalterdebatte suggerieren, sondern die Vernichtung der Bittstellenden. Also die Rechtsextremen verfolgen eigentlich ein ganz anderes Ziel, weil sie eigentlich auch einen universalistischen Ansatz verfolgen. Dieser universalistische Ansatz ist allerdings unbegründet. Also sie haben keine guten Argumente für ihren universalistischen Ansatz. Aber sie glauben, dass es, und damit ist es eigentlich kein legitimer universalistischer Ansatz, weil sie keine Argumente haben. Sie glauben aber fest daran, dass es eben diese Rechte, die aus irgendwie Nationalität und Rasse und so weiter erwachsen, dass es sie eben nun mal gibt. Das glauben sie. Und deswegen möchten sie nicht, dass sich Marginalisierte, wie sie in der Platzhalterdebatte oder im Kulturkampf suggerieren, unterordnen sollen, sondern sie möchten sie in Wahrheit vernichten. Sie streben eine faschistische Diktatur an und sie streben eine völkische Reinheit an. Sie wollen einen Kapitalismus, dessen Wohltaten exklusiv. Wie gesagt, das Nathan deckt sich ja ein Akteur auf. Es gibt diese Hauptströmung nicht. Wie gesagt, es gibt Rechtsextreme, aber die sind keine gesellschaftlich relevante Gruppe. Die haben großen Medienkonzerne, die haben nichts in ihrer Hand. Nichts. So, wie sollen die den Diskurs prägen? Dem Volk vorbehalten sind, Wohltaten, in Anführungsstrichen, und sie möchten... Mich würde mal ein Beispiel interessieren. Nenn mir doch mal einen rechtsextremen Verlag oder einen rechtsextremen Autoren, der wirklich eine große Reichweite hat und entsprechend und damit den Diskurs in seine Richtung vorantreiben kann und der dann auch von Mainstream-Medien aufgegriffen wird. Nenn mir doch mal einen. Also wenn Nathan hier drauf reagieren sollte. Ich meine, auf die ganzen Argumente, die er gerade eingebracht hat, würde er dann eh nicht eingehen. Das ignoriert er ja bei seinen Reaktionen immer. Aber er kann ja mal diese Frage beantworten. Nenn mir einen Rechtsextrem, einen großen rechtsextremen Verleger oder Autoren, der wirklich Medienkonzern in seiner Hand hat, der ein Millionenpublikum oder sagen wir ein Publikum von einigen hunderttausend Menschen erreicht und der dann auch in den normalen Medien, Spiegelzeit, FAZ, Tagesschau, bei WeltTV, bei sonst wo, also in den normalen Fernsehsendern aufgegriffen wird. Nenn mir diesen Autor. Ich kann dir zig Woke-Autoren nennen. Zig Woke-Satiriker, die Regierungspropaganda verbreiten. Ich kann dir zig Funkkanäle sagen, die das machen. Aber Rechtsextreme fallen mir jetzt auf Anhieb nicht ein, die diese Reichweite haben. Grundrechte und wirtschaftliche Sicherheit exklusiv für das Volk. Also klar, es gibt welche. Es gibt auch welche, die Videos in sozialen Netzwerken veröffentlichen, die da sicherlich eine Followerschaft haben, gibt es. Aber das sind alles Randerscheinungen. Das ist nicht... Also da ist diese wokistische Twitch-Blase um Dekadent und Shoyuka viel, viel größer. Und auch viel, viel relevanter und viel, viel besser mit dem Mainstream vernetzt. Als es irgendein Rechtsextremer... Also wie gesagt, selbst wenn wir jetzt die Reichsweiten stärksten nehmen würden,
hier sein könnte. Dann gibt es konservative Rechte. Konservative Rechte vertreten die Inhalte der Platzhalterdebatte selbst. Also, wie gesagt, Rechtsextreme initiieren die Platzhalterdebatte, wollen aber eigentlich die marginalisierten Gruppen vernichten. Konservative Rechte vertreten die Inhalte der Platzhalterdebatte selbst. Das heißt, sie sagen, sie haben kein Problem per se, indem sie diese Menschen töten möchten oder deportieren möchten. Sie möchten einfach nur keine Veränderung und sie möchten nichts von deren Problemen hören. Deswegen nutzen sie die Platzhalterdebatte auf unterschiedliche Art und Weise, um den Diskurs zu unterdrücken. Sie möchten Hierarchien erhalten. Ich glaube, das ist relativ einfach. Hier kritisiert er dann Parteien wie die CDU. Wollen Menschen nicht umbringen. Also wie gesagt, hier denkt er sich jetzt mal keinen Akteur aus. Halt real existierenden Akteur, der aber trotzdem ganz, ganz böse ist. In der Platzhalterdebatte nimmt man da eine Kompromissposition ein. Die Hierarchien sollen erhalten bleiben, aber ein bisschen flacher werden. Das Normale als moralisch guter Standard wird zumindest zur Diskussion zugelassen. Es gibt zwischen diesen woken Opfergruppen und der normalen Bevölkerung meist keine Hierarchien. Also auch ein Homosexueller kann Topmanager Konzern führen. Auch ein trans, non-binär, sonst was Ens kann beispielsweise einen sehr, sehr gut bezahlten Job kriegen, kann beispielsweise Schauspieler werden. Hat da sogar Vorteile, weil es Quoten für solche Leute gibt. Also die Woke-Ideologie, die hat ja die Gesellschaft schon insoweit infiltriert, dass diese Menschen in einigen Bereichen sogar mittlerweile Quoten haben, Vorteile haben und besser vorankommen als die Normalbevölkerung. Eben weil die Woke-Ideologie hier schon vorangekommen ist. Also die relevante Hierarchie, die wir haben, ist die zwischen Kapital und Arbeit. Und die zwischen verschiedenen Nationalstaaten. Vielleicht, das liegt ja daran, dass es manchen Nationalstaaten ökonomisch sehr viel besser geht als anderen. Aber es gibt keine Hierarchie zwischen den meisten angeblich marginalisierten Gruppen und der normalen Gesellschaft. Zulassen, es wird zur Diskussion zugelassen, also dass man darüber redet, ist in Ordnung. Durch relativistischen Glauben sollen alle Argumente als legitim akzeptiert werden. Der Kompromiss ist das oberste Ziel. Also, das ist sehr wichtig. Linksliberale sehen den Kompromiss als tatsächliches Ziel ihrer politischen Bestrebung. Sie lehnen die Ziele der Rechtsextremen aber ab. Die wollen Demokratie erhalten stellen das kapitalistische System in Teilen in Frage. Die wollen jedoch keine wirkliche Veränderung, sondern soziale Marktwirtschaft. Das heißt, sie wollen den Kapitalismus. Wie dumm ist das eigentlich? Also, wenn du soziale Marktwirtschaft willst und das System erhalten willst, dann stellst du es nicht in Teilen in Frage. Gott. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das widerspricht sich ja schon in sich. So ein bisschen so ein Paketten anlegen und so, ne? Kompromiss. Sie sind in Teilen für Menschenrechte, nicht vollumfänglich. Sie sind offen für bittstellende Zugeständnisse, aber auch gelegentlich für universalistische Forderungen. Diese bleiben aber oft Lippenbekenntnisse aufgrund des Platzhalterkompromisses. Das heißt, sie sind öfter mal offen für antidiskriminierende Forderungen der Linken, aber die bleiben dann halt häufiger mal einfach nur Lippenbekenntnisse, dass sie eigentlich sagen, ja, eigentlich habt ihr recht, aber wir müssen halt den Kompromiss suchen und dann hat man halt wieder eine verwässerte Zielvorstellung, die die Linksliberalen dann formulieren. Und dann gibt es halt Linke, ne? Sie lehnen die Platzhalterdebatte der Rechtsextremen ab und bekämpfen sie. Sie möchten die Hierarchie. Okay, das sind jetzt die Wokisten, also die Gruppe, zu der Neitern auch gehört. Wenn er Linke sagt, dann meint er Wokisten. Ich bin gespannt. Ah, stimmt, wir kommen bald zum BSW. Mir gesagt, da würden wir ab Minute 51 oder so hinkommen. Das wird bestimmt gleich interessant. Aufbrechen, der Status quo wird als schlecht erkannt, abgelehnt und soll grundlegend geändert werden. Antidiskriminierende Forderungen werden selbst formuliert und unterstützt. Der Kompromiss ist niemals Ziel, sondern höchstens ein Zwischenschritt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja? Dass man Kompromisse höchstens als Zwischenschritt zum eigentlich universalistisch-moralisch verbrieften Ziel versteht. Da komme ich aber später noch dazu, warum das so ist bei Linken. Die Ziele der Rechtsextremen werden erkannt und bekämpft. Eine Demokratie mündiger und verantwortungsvoller Menschen wird als Ideal angestrebt. Das kapitalistische System wird als antidemokratisch erkannt und abgelehnt. Ja? Also Linke sind konsequent gegen Kapitalismus, weil sie verstanden haben, dass es dem Ideal entgegensteht. Was? Also, dazu einige Dinge. Okay, nicht alle Linken sind Antikapitalisten. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Linke viel heterogener ist. Zum Zweiten, die Wokisten sind keine Antikapitalisten, das sind Neoliberale. Leute wie Neitern verbünden sich mit
CERN, um Kritiker wegzucanceln. Leute wie Naitan, also die machen Werbung für Parteien, die neoliberale Politik machen. Also Naitan, Leute wie Naitan, die stellen sich auf die Seite des imperialistischen Blocks, der den Neoliberalismus global, vor allem durch Institutionen wie den IWF, am stärksten im globalen Süden durchgesetzt hat. Also wo steht denn Naitan bei der aktuellen Konfrontation BRICS-Staaten gegen den NATO-Block? Auf Seiten des NATO-Blocks. Er will, dass die USA beispielsweise durch Wirtschaftskriege gegen Länder wie Russland ihre Machtposition noch weiter stärken. Also das ist doch hier deren Position. Was meine ich mit mündige, verantwortungsvolle Menschen? Damit meine ich, dass Menschen sich informieren, dass Menschen tatsächlich Argumente verstehen und aushandeln und dass sie akzeptieren, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für ihr Handeln. Und bei Naitan fallen mir tatsächlich nicht so viele schöne Zitate ein wie bei Dara. Ich wollte gerade bei Naitan was bringen, aber Dara. Dara ist ja auch der Beste. Er wurde gefragt, ob er lieber Christian Lindner und Sarah Wagenknecht. Also, ja, natürlich Sarah Wagenknecht. Natürlich Christian Lindner. Also Sarah Wagenknecht, die schwurbelt ja nur rum. Die setzt sich halt für die Interessen der einfachen Leute ein. Da wähle ich lieber einen Hardcore-Neoliberalen wie Christian Lindner. Also diese Wokisten, die sind vielleicht jetzt nicht in ihren ideologischen Lippenbekenntnissen, die sie abgeben, aber in der realen Politik, in den realen Bündnissen, die sie schmieden, auf Seite der Neoliberalen. Das kann man schon ziemlich eindeutig sagen. Und Verantwortung, wir erinnern uns, entsteht dann, wenn man Antidiskriminierung nicht nur erbittet, sondern fordert. Dann bedeutet das, dass diejenigen, die diese Forderung ablehnen, wenn sie moralisch begründet ist, eine Verantwortung haben. Und diese Verantwortung bedeutet dann Konsequenzen. Sie vertreten uneingeschränkt Menschenrechte und eine offene Gesellschaft ohne Diskriminierung. Hier haben wir wieder die Utopie, in der identitäre Politik überhaupt nicht mehr nötig wäre. Und sie sind für Empowerment und das Einfordern der Rechte für marginalisierte Gruppen. Jetzt gibt es eine Querfront in der Gesellschaft. Und diese Querfront, diesen Begriff Querfront, benutze ich jetzt ein bisschen anders, als man den sonst versteht. Sonst versteht man darunter ja einfach eine Allianz zwischen Linken und Rechten. Ich habe es ein bisschen, also eine Allianz, die quasi willentlich passiert, geplant passiert. Ich glaube, es gibt auch eine Querfront, die indirekt passiert und wo die gesellschaftlichen Gruppen Allianzen eingehen, ohne wirklich drüber nachzudenken. Und zwar bilden Rechtsextreme, konservative Rechte und Linksliberale eine direkte oder auch indirekte Querfront, was sie eint, der moralische Relativismus. Darauf baut auch ihre neoliberale Ideologie auf. Ne? Also ich als Individuum im Neoliberalismus muss schauen, dass ich für mich das meiste raushole, weil es gibt ja keinen universalistischen Ansatz, der irgendwie eine Art von Solidarität oder Verantwortung suggerieren würde. Das heißt, für moralischer Relativismus ist für ein neoliberales System perfekt. Ich kann einfach sagen, so meine Meinung ist eine Meinung von vielen und diese Meinung muss ich jetzt irgendwie versuchen zu verkaufen den anderen und dann haben wir so eine Gesellschaft von Individuen, die alle ihre Ellbogen ausfahren und versuchen, sich irgendwie durchzusetzen. Außerdem eint sie die Platzhalterdebatte. Rechtsextreme initiieren sie, um ihre eigentlichen Ziele sagbarer zu machen. Konservative verfolgen die Ziele der Platzhalterdebatte tatsächlich. Wie gesagt, Platzhalterdebatte ist das gleiche wie Kulturkampf. Linksliberale sehen in der Platzhalterdebatte legitime Kompromisse. Resultate der Platzhalterdebatte sind dann zum Beispiel solche Tropes wie Linke machen Rechte, also durch linke Forderung, durch moralischen Anspruch und das Ausformulieren des moralischen Anspruchs. Danke Seppi TV für das Abo, aber diese Konstruktion irgendeiner vermeintlichen Querfront, also was hat das mit der Realität zu tun? Also die Wokisten führen einen absurden Kulturkampf und wer das kritisiert, der gehört zu einer Querfront, weil er diese vollkommen bescheuerte Ideologie sowie diese vollkommen verquere Moral nicht teilt. Also das sagt Naitan hier. Man sollte aber nicht den Fehler machen, die USA mit dem Establishment zu verwechseln. Manche glauben gar, dass wir ein Teil... Okay, das ist wieder das Zitat, was du häufiger bringst von David... Ja, das hast du ja schon einige Male geschrieben. Den Status quo einfordern und dann immer wieder regressive Elemente einstreuen, die Debatte öffnen für ihre regressiven Forderungen. Das heißt, sie wollen nur scheinbar eine Erhaltung des Status quo,
In Wahrheit möchten sie, also Rechtsextreme sind halt hochgradig unehrlich in der Debatte, was auch ein Grund ist, warum man nicht mit ihnen reden sollte. Ne? Das Interview mit Maximilian Krah hat das wieder in aller Deutlichkeit gezeigt. Rechtsextreme sind hochgradig unehrlich in der Debatte, weil es Gesamtgesellschaft nicht mehr akzeptiert ist, dass sie ihre Forderungen offen formulieren. Konservative möchten den Status quo, der mit der Platzhalterdebatte gefordert wird, erhalten. Und Linksliberale möchten am System grundsätzlich nichts ändern und werden daher lieber mit rechten Ideen Kompromisse eingehen als mit linken. Jedenfalls derzeit. Wir müssen daran dringend was ändern. Je stärker die Platzhalterdebatte von rechts geführt wird, desto weiter rücken sie daher selbst nach rechts. Also Rechte machen Rechte. Das ist tatsächlich die Realität. Und das erzeugt ein neues Phänomen, nämlich konservative Linke, wie beispielsweise... ISW, dazu kommen wir jetzt gleich. Endlich. Kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Ja, auch Quatsch. Also, dass jeder, der diesen Wokismus ablehnt, der gehört zu einer Art Querfront, weil er halt diese absurde Ideologie ablehnt. Also, ich hoffe, ihr habt die Absurdität dieser Argumentation verstanden. Also, stellt euch mal vor, irgendein radikaler Islamist, also jetzt wirklich radikal, so mag Osama bin Laden. Also wirklich, wir müssen Dschihad machen, scheißegal, wenn auch Zivilisten dabei sterben, auch Attentate auf zivile Ziele, völlig okay. Und der würde sehen, okay, der Großteil der islamischen Welt, der ist gegen mich. Finde es wohl nicht so gut, dass ich hier Zivilisten umbringe. Auch sonst, meine Ideologie hat jetzt nicht so den Unterschied. Woran könnte das liegen? Das liegt daran, dass der Großteil der islamischen Welt aus eigentlichen Ungläubigen gehört, die einen Querfront mit den verdammten Kreuzfahrern bilden. Daran muss es liegen. Also es könnte nicht daran liegen, dass meine Ideologie völlig radikal und absurd ist und auf vielen Prämissen beruht, die sich auch aus dem Islam nicht so einfach ableiten lassen. Aber nein, das liegt daran, dass alle anderen einfach zu einer Art Querfront gehören, die sich nur gegen mich richtet und das müssen wir bekämpfen. Kalifat jetzt, genau. Mehr Kreuzfahrerstaaten, so hießen die westlichen Staaten in der Sprache der Al-Qaida. Also George Bush hat diese Propaganda der Al-Qaida noch bestätigt, indem er dann gegen einen Kreuzzug gegen den Terror gesprochen hat. Also es war auch die Rhetorik der USA, dass man sich in einem Kreuzzug befinde. Das ist jetzt tatsächlich so gewesen. Diese BSW, auf das ich jetzt kurz eingehen möchte. Was sind konservative Linke? Gibt jetzt Leute, die sagen, konservative Linke gibt's gar nicht, sondern das sind traditionalistische Linke. Scheißegal, Traditionalismus ist das gleiche wie konservativ sein. Also, das ist eine Blödsinnsunterscheidung, man möchte sich einfach nur nicht konservativ nennen. Sie haben inhaltliche Überschneidungen mit allen drei Gruppen. Sie sind ein Amalgam des antilinken Kulturkampfs. Also, sie sind ein Amalgam, eine Art Mischung aus... Wir sind ein Amalgam. Also, jetzt bin ich mal gespannt, woraus wir bestehen. Also, jetzt seid gespannt auf Nathans Debatte. Jetzt sind diesem antivokistischen Kulturkampf. Sie möchten den Sozialstaat erhalten und verbessern und den Mindestlohn erhöhen sowie Kapital stärker besteuern. Das ist eigentlich eine linke Forderung. Jedoch gibt es eine völkische Betrachtung der Sozialforderungen. Das heißt, sie möchten das nicht universell, sie fordern das nicht universalistisch, wie es eigentlich Linke tun, sondern sie fordern das nur für bestimmte Gruppen. Und sie sind auch bereit, andere gesellschaftliche Gruppen, die eigentlich in ihrer Klasse sind, dafür unter den Bus zu werfen. Also das ist das Einzige, was sie an linken Forderungen haben. Die sind aber auch nicht so wirklich links, weil sie eben diese Einschränkungen unterliegen. Gesellschaft. Ja, völkisch, what the fuck. Also, wenn du Einwanderung begrenzen willst, wenn du nicht sagst, no nations, no borders, das Kapital soll alle Menschen hierher holen dürfen, wenn es das will, wenn unser Land nicht in so eine neoliberale Dystopie wie Kanada verwandeln willst, tja, dann bist du völkisch. Also komplett irre. Also da braucht man kein sachliches Argument gegenzubringen. Das ist einfach, auf dieser Ebene argumentieren Wokisten. Sie versuchen, einen in die rechtsextreme Ecke zu rücken, wenn man Forderungen hatte, die über die längste Zeit alle linken Parteien immer hatten. Das war Ewigkeiten eine Forderung der SPD, dass man die Zuwanderung beschränkt, weil darunter vor allem die einfachen Leute zu leiden haben. Ja. Politisch haben sie große Überschneidungen mit Konservativen und Rechtsextremen. Sie sind die engsten Verbündeten der Rechtsextremen in der Platzhalterdebatte. Ihre Vorstellung von Normalität. Wir sind die engsten Verbündeten der Rechtsextremen. Ja, weil wir eure Ideologie verachten. Also wir sind nicht die größten Verbündeten der Rechtsextremen, die, wie gesagt, gesellschaftliche Relevanz haben und in der Platzhalterdebatte so gut wie gar nicht vorkommen. Anderes Thema, sondern wir verachten euch einfach und wir greifen halt die meisten Leute ab, die eher links denken. Die meisten Leute, die mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind, die meisten Leute,
die sich Umverteilung wünschen. Die werden von uns abgegriffen und diese Leute würdet ihr gerne erreichen. Deswegen bekämpft ihr uns mit am härtesten. Deswegen kommt ihr mit solchen absurden Vorwürfen aller völkisch und rechtsextremen und sonst irgendeinem Schwachsinn. Als wünschenswertes Ziel ihres eigenen Lebens steht über den Rechten und Bedürfnissen von Minderheiten. Das ist konservativ bis rechtsextrem, ne? Je nachdem, wie es ausfällt. Ja, wir sind konservativ bis rechtsextrem. Und ich will Hitler an die Macht bringen. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr regelmäßig Neid anschaut. Also wer nicht der Walken-Ideologie folgt, der ist rechtsextrem. Formuliert wird. Außenpolitisch sind sie teils sogar rechter als die Konservativen und oft auf Linie mit den Rechtsextremen. Beispielsweise nehmen sie in Kauf, dass die Ukraine vernichtet wird, damit Energie auf dem deutschen Markt vermarktet wird. Dumm soll es noch werden. Also, die Position des BSWs in der Ukraine, dass man da einen Kompromissfrieden schließt. Dass man dort die russische Position und die westliche Position ja, am Verhandlungstisch löst und dafür nicht mehr hunderttausende Menschen sterben. Und die staatliche Existenz der Ukraine, einer neutralen Ukraine, also einer wesentlich autonomeren Ukraine, als sie als westliche Halbkolonie wäre, erhalten wird. Also, wir fordern mehr Autonomie für die Ukraine und nicht weniger und das Herstellen einer Friedenslösung. Also aktuell verbessert sich die russische Verhandlungsposition jeden Monat. Das heißt, je länger man mit Verhandlungen wartet, desto schlechter wird es für die Ukraine aussehen. Und Neidl macht jetzt raus, ja, die sind rechtsextrem, weil sie die Ukraine vernichten wollen. Also, das sagt der Typ, der auf der Seite von ukrainischen Faschisten, der auf der Seite von Azov steht. Also Azov, das Azov-Bataillon, beziehungsweise Azov-Regiment, beziehungsweise jetzt die dritte Sturmbrigade der ukrainischen Armee, hat sich immer wieder umbenannt, jetzt ist es in die ukrainische Armee eingegliedert. Deren ehemaliger Chef Ron Beletsky hat finalen Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitische Untermenschentum geschrieben. Also das ist die Rhetorik, die der ehemalige Chef davon, beziehungsweise der Chef von Azov fährt. Der saß übrigens auch im ukrainischen Parlament für Poroschenkos Partei. Also der ist bestens vernetzt im ukrainischen Establishment. Das ist nicht irgendein Outlaw. Der ist wirklich gut vernetzt in der ukrainischen Politik. Oder habe ich gerade Ron Beletsky gesagt? Andrei Beletsky hieß der. Sorry. Da hatte ich mich gerade vertan. Aber das ist dann die Rhetorik, die von solchen Leuten gefahren wird, auf deren Seite Neidland steht. Und Leute, die das kritisieren, die sagen, müssen wir dann Leute, die Bandera feiern, jetzt mit Waffen beliefern? Vor allem das Pentagon hat jüngst festgestellt, dass es bei 59% der Waffen keine Ahnung hat, was mit denen passiert ist. Kann man jetzt nur spekulieren, aber die werden wohl auf den Schwarzmärkten dieser Welt auftauchen. Oder die haben sich dann diese rechtsextremen Milizen irgendwo beiseite gelegt für eventuell einen kommenden Bürgerkrieg oder so. Weiß man nicht. Wie gesagt, 59% der Waffen unauffindbar. Gibt übrigens ein Interview mit Dmitri Jarosch, dem Führer von C14. Das ist so eine die Jugendorganisation von Svoboda. Und der hat gesagt, wir haben, nur die britische Armee hat mehr Javelin-Raketen als wir. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommen modernste westliche Javelin-Raketen zu einer Neonazi-Kampftruppe? Könnte man sich fragen, wenn man tatsächlich Antifaschist wäre. Aber nein, also Erwin sagt es ja immer, das, was man selber macht, nämlich hier mit Rechtsextremen zusammenarbeiten, mit den ukrainischen Faschisten, das unterstellt man dann dem Gegner. Also das ist so irre. Und ja, die Wokisten, die wollen hier, die stehen hier auf Seiten des westlichen Imperialismus, die wollen die deutsche Bevölkerung dafür leiden lassen durch hohe Energiepreise, dass die USA uns hier ihr Fracking-Gas verkaufen können und unser Land deindustrialisiert wird. Also sie machen aktiv Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung zugunsten der geostrategischen Interessen der USA. Das lässt sich ziemlich leicht sagen. Und wenn man das dann kritisiert, diese Haltung, die ich hier gerade skizziert habe, dann ist man rechtsextrem. Meint ich günstiger wird. Also sie gucken auf ihren eigenen Teller und sagen, hier, ich will, dass meine Energie günstiger wird, ich will, dass Putin mir wieder mein Gas liefert und dafür soll die Ukraine verrecken. Sie glauben, dass mit einer extrem repressiven Migrationspolitik die Situation für deutsche Arbeiter verbessert wird. Auch das ist konservativ bis rechtsextrem. Also, wo man dann sagt, die Migranten können ruhig an der Grenze zurückgeschlagen werden und wir können eine sehr repressive Migrationspolitik machen. Hauptsache, dem deutschen Arbeiter geht es dann besser. Auch das ist ein Scheinargument für eine Scheinlösung. Was all diese Punkte gemein haben, es sind radikale Bestrebungen, die eigene Situation zu verbessern, ohne Solidaritätsgedanken oder Verantwortung für andere Gruppen. Das heißt, die konservativen Linken haben auch ein neoliberales Fundament. Sie gucken auf sich als Individuum und wollen für sich als Individuum vermeintlich das meiste, wenn sie ihre Politik durchsetzen. Also,
Der Mann, der hier gerade eben für eine Wirtschaftspolitik, die nur US-amerikanischen Interessen nutzt, die unser Land deindustrialisiert und die Bevölkerung verarmt hat, der bezeichnet Leute, die das dann kritisieren, als neoliberal bis rechtsextrem. Ja, dass die Freiheit des Produktionsfaktors Arbeit seit jeher eine neoliberale Forderung ist und auch eine der Grundlagen der europäischen Verträge und des europäischen Binnenmarktes und das vor allem dem europäischen Kapital nützt, vor allem dem westeuropäischen Kapital, wird hier auch getrost weggelassen, denn wer ja dagegen ist, dass Menschen halt eine Verschiebemasse sind, die je nach den Interessen der großen Industrie hin und her verschoben werden kann, der ist konservativ bis rechtsextrem. Was soll man dazu sagen? Diese Leute sind unsere Feinde, sie hassen uns, sie wollen uns aus dem Diskurs ausschließen und diffamieren uns als rechtsextrem. Allein in dieser Folie hier dreimal. Und immer wenn diese Leute über andere reden, dann also meinen sie eigentlich sich selber. Also wie gesagt, in der Ukraine arbeiten sie mit Rechtsextremen zusammen, sie arbeiten mit Neoliberalen zusammen, sie verfolgen einem Kern neoliberale Ideologie. Und sie sind die liberale Degenerationserscheinung, die in den USA vom tiefen Staat, von der CIA, von großen Thinktanks, vom Finanzkapital gepusht wurde. Sie sind das, was sie uns hier vorwerfen. Setzen wird das Gegenteil passieren, aber sie glauben nicht so recht daran. Ne? Also es ist auch ein neoliberales Fundament, kein Solidaritätsgedanke, keine Verantwortung übernehmen. Ja. Das heißt, für mich wäre die treffendere Bezeichnung Anti-Linke als besondere Form des Rechtspopulismus. Für mich sind das... Okay, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr rechtspopulistisch, sondern nur noch nicht mehr rechtsextrem, sondern nur noch anti-links und rechtspopulistisch. Das ist ja schon mal... Outlaw fragt gerade, oder er schreibt gerade, Sie wissen, wie kacke Sie sind, also behaupten Sie einfach, die Gegner sind genauso wie Sie, um ein Feindbild zu schaffen. Ja, exakt. Erwin stellt das ja jedes Mal fest und das müssen wir gerade auch wieder feststellen. Das, was sie selbst machen, werfen sie einfach dem Gegner vor und denken, sie hätten ein Argument. Also das ist so dumm. Keine konservativen oder traditionalistischen Linken, sondern es sind Rechtspopulisten, weil sie Rechtspopulismus machen. Und da sie sich ja selber als Anti-Woke bezeichnen und Woke ja das gleiche bedeutet wie links, finde ich den Begriff Anti-Linke relativ treffend für diese Gruppe. Ja. Und ja, gut, ist klar, was passiert, ne? Die nennen uns Pseudolinke, jetzt nennen wir die Anti-Linke. Lustig, aber wir haben halt Argumente dafür und die nicht. So. Also, entscheidet selbst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wer hat die besseren Argumente? Also wir vertreten halt tatsächlich linke Inhalte, intersektional, gesellschaftlich, wirtschaftlich, auf allen Ebenen linken Inhalte, während die Anti-Linken tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt an linken Forderungen vertreten und ansonsten nur auf ihren eigenen Teller gucken. Die sind da neoliberal, konservativ bis rechtsextrem. Je nach Betrachtung, je nach Gruppe. Natürlich auch individuell verschieden, denn da gibt es auch ganz viele verschiedene Charaktere. Wie in allen diesen Gruppen. Deswegen sage ich ja, ich arbeite hier mit stark... Ihr habt es doch gerade gehört. Links ist, wenn ihr vollkommen freie, unregulierte Märkte habt, wo beispielsweise Arbeiter vom einen Teil der Welt in den anderen geschoben werden. Also weil gerade einer im Chat gefragt hat, was ist links? Was ist jetzt neuerdings links? Also, dass das Großkapital entscheiden kann, wo brauchen wir gerade Arbeiter, da schieben wir sie hin. Völlig egal, was das für die Gesellschaft bedeutet. Völlig egal, was das für die dortigen Arbeiter bedeutet. Das ist jetzt laut Neidhardt links. Und wer was anderes fordert, der ist konservativ bis rechtsextrem. Also, wenn man so schnell rechtsextrem ist wie hier, also wir sind ja auch in drei Punkten rechtsextrem, dann ja, verstehe ich jetzt langsam, wo er die ganzen Rechtsextremen aufgetan hat. Er bezeichnet einfach jeden Gegner, der etwas anderes denkt als er, als rechtsextrem. Oder Fascho, Outlaw schreibt es gerade. Outlaw wurde von ihm ja auch schon als Fascho bezeichnet. Ja, das ist die Argumentationslinie dieser Leute. Einfach ein Modell. Muss ich aber, weil anders kann ich systematische Zusammenhänge nicht zeigen. So, Fazit. Was ist der Kern der Platzhalterdebatte? Man kann nicht mehr gegen Veränderung argumentieren, also argumentiert man gegen die Art und Weise, wie Veränderung gefordert wird und verhindert Veränderung so durch die Hintertür. Ich kann nicht mehr sagen, ich will nicht, dass Homosexuelle gleichgestellt werden. Ich will nicht, dass Jetzt wiederholt er den ganzen Schwachsinn nochmal. Also nee, das geht mir jetzt zu weit. Darauf habe ich auch keine Lust mehr. Also wirklich, irgendwo reicht's auch mal. Wie gesagt, wenn ihr den Vortrag bekommen wollt, dann schreibt mir gerne, dann schicke ich euch den. Das ist absolut kein Problem. Das ist absolut kein Problem.
Dann schicke ich euch den einfach auf Discord oder auf Twitter zu. Ich muss irgendwie an die Taube auf dem Schachfeld denken. Absolut, absolut. Absolut. Dazu kann man nichts mehr sagen. Also das reicht jetzt an Wurkenschwachsinn für heute.